Tiefster Winter. Lange sind unsere Gartenteiche eingefroren. Unter dem Eis halten die Fische Winterschlaf. Doch ist ein Gartenteich weniger als einen Meter tief, können die Fische unter dem Eis ersticken. Das Eis aufzubrechen und so viel frischen Sauerstoff zu sorgen, wäre auch keine sehr gute Idee, denn man würde die Fische aus dem Winterschlaf reißen und sie neuen Gefahren aussetzen. Besser wäre es, sie bereits im Herbst aus dem Teich zu fischen und in ein sicheres Quartier zu bringen, das frostfrei ist. Hallo, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Wieder ein kleiner Film von mir. Heute allerdings möchte ich Sie nicht entführen in die Seefahrt, was ich ja sonst immer so gerne tue. Dennoch soll es um das Thema Wasser gehen. Heute um das erfolgreiche Einwickeln von Gartenteichfischen. Ja, Sie haben richtig gehört. Hier ein Beispiel von 4 Goldfischen, denen es in unserem Teich langsam zu kalt wurde. Und deswegen haben wir sie eingewintert hier bei uns im Keller. Also es geht um das sichere Überwintern von Gartenteichfischen. Das ist auch gar nicht so schwer, das zu machen. Es bedarf wenig Aufwand und man hat auch im Winter viel Freude an seinen Fischen. Und man braucht noch nicht mal eine Jacke oder einen Mantel anziehen, um sie so beobachten zu können. Wie das Ganze funktioniert, schauen Sie sich an in diesem kleinen Film, zu dem ich Sie recht herzlich einladen möchte. Zunächst müssen wir für eine geeignete Unterkunft sorgen. In Frage kommt im Grunde jedes Behältnis, das groß genug ist, also der Größe der Fische gerecht wird und ihrer Anzahl. Aufgestellt wird dieses Behältnis an einem frostsicheren Ort, beispielsweise einer geheizten Garage oder wie in diesem Fall der Keller. Natürlich wäre auch denkbar, einen solchen Innenteich zu bauen, beispielsweise in einem Wintergarten, den man dann natürlich künstlerisch dann noch gestalten würde. Hier kommt es im Keller nicht so sehr drauf an, hier steht die Technik, hier steht das reine Überwintern natürlich im Vordergrund. Ja, natürlich benötigen wir auch etwas Technik, um unsere Fische sicher durch den Winter zu bringen. Neben dem geeigneten Überwinterungsbehältnis brauchen wir zunächst einmal eine Beleuchtung. Zumindest dann, wenn der Behälter nicht an einem Ort steht, wo Tageslicht herrscht. Ein einfacher Baustrahler, ein Strahler aus dem Baumarkt mit 60 Watt Leistung, erfüllt hier gute Zwecke. Daneben eine entsprechende Filteranlage und eine Beheizung sollte der Behälter in einem Raum stehen, der nicht wirklich frostfrei ist. Als Filter haben wir zunächst einmal einen Tauchfilter, einen Schnellfilter, der Schwämme enthält und so grobe Bestandteile aus dem Wasser filtert, aber auch eine Aktivkohlefüllung besitzt, mit der man dann das Wasser kristallklar halten kann. Der biologische Filter ist für die chemische Beschaffenheit des Wassers verantwortlich. Er sorgt dafür, dass Abbauprodukte der Fische sicher aus dem Wasser gefiltert werden, und zwar mit Hilfe von Bakterien, die hier in diesem Filter durchaus erwünscht sind. Hier ein Blick in den biologischen Filter, der die unterschiedlich strukturierten Filterschwämme erkennen lässt. Da gibt es Filterschwämme mit groben Öffnungen, die sind für die grobe Vorreinigung noch bestimmt, und rechts im Bild zu sehen die eigentliche biologische Filtereinheit, in der die Bakterien dann ihre Arbeit verrichten. Wir beginnen mit unseren Pflegearbeiten am Becken. Zunächst einmal lesen wir lose Pflanzenteile von der Wasseroberfläche auf, die von den recht stark gründenden Goldfischen doch gerne mal losgerissen werden. Auch zu lang gewachsene Pflanzen, die dann auf der Wasseroberfläche treiben, können entsprechend gekürzt werden. Hier handelt es sich um die sogenannte Wasserpest. Den Namen trägt diese Pflanze zurecht, denn sie wächst unter günstigen Bedingungen wirklich deutlich sichtbar. Viel schneller, wie Pflanzen es an Land tun würden. Haben wir die losen Pflanzenteile entfernt, beginnen wir, das Wasser aus dem Bassin zu schöpfen. Dieses hier fasst etwa 150 Liter. Wichtig, vorher unbedingt, falls vorhanden, den Aquarienheizstab ausschalten, sonst droht er durchzubrennen. Den Inhalt der letzten Kanne, die wir hier aus dem Bassin, das etwa 150 Liter fasst, entfernen, werden wir nicht einfach weggießen. Wir benötigen diese etwa 10 Liter Wasser später zum Auswaschen der Bakterienschwämme. Die Bakterien in den Schwämmen sind recht empfindlich und benötigen zum Reinigen das Originalwasser.
Ist das Bassin geleert, kommen die Filter an die Reihe. Zunächst entfernen wir die biologischen Filterschwämme mit den Bakterienrasern. Danach kommen die Schnellfilterschwämme an die Reihe, die gröber in der Struktur sind und so Schlick- und Schlammteile festhalten, bevor sie die biologischen Filterpads dann zusetzen können. Dann ist es auch an der Reihe, den Schnellfilter zu entfernen. Hier zu sehen einmal die untere Schnellfilterstufe mit den Filterschwämmen und darüber die Aktivkohlefilterstufe, die für kristallklares Wasser zuständig ist. Als nächstes steht das Reinigen der Beckenwände an. Auf diesen Beckenwänden haben sich Algen angesiedelt, die wir mit einem Schwamm entfernen. Diese Arbeit hat nicht nur einen ästhetischen Hintergrund, sondern dient durchaus praktischen Nutzen. Die Algen stehen in Nahrungskonkurrenz zu unseren Pflanzen, was natürlich nicht wünschenswert ist. Zudem verdunkeln sie die Beckenwände, sodass weniger Licht ins Wasser hineinfällt. Das Licht aber wird von den Pflanzen durchaus auch benötigt für ihr Wachstum. Deswegen ist das Reinigen der Beckenwände von großer Wichtigkeit. Vor uns auf dem Arbeitstisch ausgebreitet die verschiedenen Filterschwämme, die wir dem biologischen Filter entnommen haben. Hier der Grobfilterschwamm, der eine grobe Struktur aufweist und so grobe Schmutzteile aus dem Wasser zurückhält, ja sogar ganze Pflanzenteile, wie man hier im Bild sehen kann. Dieser Filter, der muss natürlich gut ausgewaschen werden, dass er genügend Wasser hindurchlässt zu der eigentlichen biologischen Filterstufe. Hier sehen wir die biologischen Filterschwämme, die auch schon Verschmutzungsgrade aufweisen. Sie dürfen nur mit dem Original-Bassinwasser ausgewaschen werden. Die auf den Filterschwämmen enthaltenen Bakterien reagieren außerordentlich empfindlich auf fremdes Wasser. Sie mit heißem Wasser auszuwaschen, das würde sie sofort zerstören und es würde Wochen dauern, wieder einen funktionierenden Bakterienrasen aufzubauen, der uns das Wasser dann auch chemisch gesund hält. Nun beginnen wir damit, die Filterschwämme auszuwaschen mit dem Original-Bassin-Wasser. Ein 5-Liter-Eimer, etwa zur Hälfte gefüllt, das sollte genügen. Da hinein geben wir die Filterschwämme. Die werden jetzt also gleich ausgewaschen. Es kommt gar nicht darauf an, die Schwämme so sauber auszuwaschen, dass das Wasser, das wir nachher gleich weggießen, selber völlig klar ist, sondern es reicht aus, die Schwämme so zu walken und zu waschen, dass sie keine Schwebstoffe mehr enthalten. Wenn Sie die Originalfarbe wieder haben, dann ist das schon in Ordnung. Hier sieht man, wie dunkel das Wasser gefärbt ist. Das alles ist herausgekommen aus diesen Filterschwämmen. Nun sind unsere Filterschwämme hinreichend gereinigt. Sie zeigen wieder ihre Originalfarbe. Damit wird es Zeit, sie gleich wieder in den Filter einzusetzen. Sie sollen nicht austrocknen, denn das würde ebenfalls unseren Bakterienrasen schaden. Wenden wir uns jetzt dem Schnellfilter zu. Wir entfernen die Filterpatronen aus der Halterung des Filters, können jetzt sehr schön den Motorkopf erkennen mit dem Antrieb und dem Wasserausstoß. Das Ganze werden wir später natürlich noch reinigen. Jetzt kommen zunächst einmal die Filterpatronen dran. Wir entfernen die Sicherheitsgase, die Schutzgase und kommen jetzt an die Filterpellets ran, die Aktivkohlefilterpellets. Die schwarze Farbe rührt nicht von einer Verschmutzung her durch das Wasser, sondern ist ganz normal. Es handelt sich ja hier um Filterkohle. Diese Filterkohle besitzt winzig kleine, mikroskopisch feine Poren, in denen sich feinste und kleinste Schmutzpartikel verfangen können. Ja, sogar Medikamente, die man vielleicht einsetzen muss, falls es mal zur Erkrankung kommt, bei den Fischen kann man hiermit ausfiltern. Erste Instanz bei der Reinigung des Wassers ist der Schnellfiltervorsatz, den wir hier sehen. Wir erkennen hier Schaumstoffpatronen, die grobe Verschmutzungen aufweisen.
Ja, sogar ganze Pflanzenteile haben sich hier vor der Schaumstoffpatrone angesammelt. Dieser Filter bedarf der dringenden Reinigung, denn sonst lässt er kein Wasser mehr hindurch. Wenden wir uns jetzt dem Aktivkohlefilter zu. Die Aktivkohle, die verbraucht ist, kann man nicht auswaschen, nicht erneut verwenden, sondern wir müssen frische Aktivkohle einfüllen. Die mikroskopisch feinen Poren der Aktivkohle allerdings sind mit Luft gefüllt und dann können sie natürlich keine Schadstoffe, keine Schwebstoffe aufnehmen. Deswegen muss die Luft raus aus der Kohle. Das kann man durch wochenlanges Wässern vielleicht erzielen, aber man kann den Vorgang abkürzen mit kochendem Wasser, das wir jetzt zu der Aktivkohle hinzugeben. Achtung, Verbrühungsgefahr. Man hört, wie die Kohle knistert. Das ist die Luft, die jetzt aus der Aktivkohle entweicht. Und damit verkürzen wir das Austreiben der Luft auf wenige Augenblicke. Man sieht, dass das Wasser etwas schwarz gefärbt wird von dem Aktivkohlestaub, der ja auch dabei ist. Das werden wir gleich noch auswaschen. Und dann können wir die Kohle in den Filter einsetzen. Die Filterkohle ist nun ausgewaschen und gewässert und ist wieder eingebracht worden in den Filtertopf. Filterkohle ist sehr leicht und würde leicht vom Motor angesaugt werden. Das muss verhindert werden und so sichern wir die Filterkohle gegen die Pumpe mit einer feinen Gaze. Dann kann sie nicht mehr austreten. Das Ganze wird noch gesichert durch einen Schwamm und dann kann nichts mehr passieren. Pflanzen, die sich eventuell losgerissen haben, aber auch neue Pflanzen müssen natürlich gesetzt werden. Jetzt befindet sich aber am Boden des Beckens etwa eine Sand- oder Kiesschicht von etwa 1 cm. Da kann man keine Pflanzen einpflanzen. Abhilfe, eine V4A-Mutter, die mit einem Gummiband befestigt wird an den Pflanzen, dann halten sie sicher ihre Position am Grund. Wir lassen wieder Wasser in das Becken hinein mit einem Wasserschlauch. Bitte dran denken, vorher den Schlauch gut wässern, nicht dass wir bakteriell oder chemisch belastetes Wasser in das Becken einlassen. Ja, meine Damen und Herren, das Wasser ist aufgefüllt. Die Filter laufen und die Heizung ist angeschlossen. Damit sind unsere Arbeiten abgeschlossen. Einmal pro Woche sollte man sie am Becken durchführen, damit unsere Fische sich dann auch wirklich wohlfühlen. Die haben sich nach diesem ganzen Stress natürlich ein Dankeschön-Häppchen verdient. Bitte dran denken, im Winter nicht überfüttern, das ist nicht gut für die Filter, würde sie überlasten. Und auch den Tieren tut es im Winter nicht gut, die sollen da ruhig mal ein bisschen zurückstecken und ein bisschen abspecken. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen viel Spaß mit der Überwinterung Ihrer Gartenteichfische, was wir hier am Beispiel von Goldfischen gemacht haben. Das geht natürlich mit jeder anderen Fischart im Grunde, wenn sie von der Größe her passt, in ein solches Becken dann auch. Vielen Dank, also tschüss und bis zum nächsten Mal.